Hi Leute und willkommen in einem neuen Video. Heute möchte ich gerne mal über das Equipment sprechen, was wir benutzen bei Videoproduktion oder wenn wir Desktop-Recordings aufnehmen. Ich werde des Öfteren gefragt, was wir denn so für Equipment haben und benutzen und dachte, ich mache so eine kleine Videoreihe darüber, über Sachen, die wir benutzen und in unserem Alltag eigentlich immer dabei haben oder brauchen. Ja, zunächst möchte ich aber beginnen mit diesem kleinen Rode VideoMic Go heißt das. Das kostet ca. 80 Euro. Ihr findet übrigens auch alle Produkte, die ich hier vorstelle, unten in der Videobeschreibung. Verlinke ich euch die alle, dass ihr findet oder dass ihr die findet. Das haben wir eigentlich immer auf jeder Kamera drauf. Das ist eigentlich ein guter, also besser als das interne Kameramikrofon auf jeden Fall. Und damit kriegt man einen guten Ton zum Synchronisieren hin. Und des Weiteren hat es den Vorteil, dass man keine Batterie dafür braucht. Es gibt diese auch etwas größer und besser. Natürlich haben die auch die bessere Soundqualität. Aber dann brauchen sie eine extra Batterie. Und meistens ist die leer oder man vergisst es anzuschalten. Und dann bringt das ganze Ding nichts. Das einfach draufstecken, einstecken im Mikrofoneingang und ihr müsst euch nicht mehr drum kümmern. Und es hat den besseren Sound. Das schon mal das Erste. Dann, was haben wir noch? Ich habe hier so eine kleine Tontasche mir gebaut. Eigentlich ist das eine Cozy Speed Cam Slinger 160, findet ihr auch in der Beschreibung. Die ist eigentlich für spiegellose Kameras gedacht, auch sehr praktisch, aber ich habe die umfunktioniert als kleine Tontasche. Da, wenn wir hier im Set sind, muss ich immer rumlaufen und dann hat man immer gleich alles am Mann. Es gibt dafür auch sogar noch solche Erweiterungstaschen, die man hier dran machen kann und da habe ich dann meistens Ersatzakkus oder sonst irgendwas immer mit dabei. Das ist ganz praktisch. Und in dieser Tasche, da habe ich vorne dran unsere Funkstrecke, die Sennheiser EW100. Davon trage ich den Sender mit dem Mikrofon oder manchmal auch der Kelvin in seinen Videos. Und der Empfänger sitzt hier an der Tasche und ist an einem Tascam DR70 angeschlossen, was auch gerade aktuell diesen Ton aufnimmt. Deswegen kann ich jetzt hier nicht so viel rumstellen, weil es ist alles eingestellt. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Es ist ein Vierkanal-Mixer, hat gute Vorverstärker, also man kann hier auch XLR-Mikrofone anschließen. Auch Mikrofone, die Phantom-Power brauchen, für Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Es ist eigentlich ein ganz guter Mixer, hat sehr gute Vorverstärker verbaut und zeichnet alles auf einer SD-Karte auf und nachträglich synchronisieren wir die Ton- und Videospur in Premiere. Das hat einfach den Vorteil, dass eben diese Mikrofone, die auf den Kameras sind oder die in den Kameras verbaut sind, nicht immer so den allerbesten Ton haben. Ja, und das habe ich dann immer alles zusammen in dieser Tasche. Und überwachen tue ich den ganzen Sound via Kopfhörer mit den Bose QuietComfort 25. Nicht ganz günstig, diese Kopfhörer, aber sie sind super, weil wir auch oft auf Reisen sind und die haben eine Noise Reduction, nennt sich das, also eine Geräuschunterdrückung. Das heißt, wenn ihr die anschaltet, dann ist die Welt aus. Dann hört man fast nichts mehr. Und gerade im Flugzeug das Rauschen und beim Zugfahren, das ist alles weg. Und man kann wirklich in Ruhe ein Hörbuch hören oder Musik hören oder ein Video gucken. Ja, dann zu guter Letzt haben wir hier noch das Rode Podcaster, mit dem wir unsere Desktop-Recordings aufnehmen. Und wie sich das anhört, da switche ich jetzt gerade mal die Tonspur. Das hört sich aktuell so an, das Rode Podcaster. Damit nehmen wir alle unsere Desktop-Recordings auf und dieses Mikrofon kostet um die 180 Euro. Ist allerdings nur das Mikrofon ohne diese Spinne, dafür muss man nochmal so 30 Euro berappen und dieses, ja, wie soll ich das nennen, Galgen, den man so an der Tischplatte befestigen kann, die gibt es auch schon so ab 30 bis 50 Euro. Ja, jetzt habt ihr mal gehört, wie sich das Podcaster anhört und es gibt sicherlich einen kleinen Unterschied von den beiden Mikrofonen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was wir hier so benutzen oder ja, andere Anregungen zu Tech Talk, was ich machen sollte, einfach unten in die Kommentare posten. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder über einen Kommentar freuen. Und ja, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.